Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Heute seht ihr mal wieder, was es die letzte Woche zu essen gab. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, wir haben heute Montag und meinen Kaffee habe ich heute Morgen schon um kurz nach 6 getrunken. Ich habe mir jetzt ein Frühstück vorbereitet und zwar ein Müsli mit Trauben, ein bisschen Milch und ein Kakao. Ich habe jetzt gleich Schulung, aus dem Grund habe ich mir das schon mal vorbereitet. Mal gucken, wann ich zum Frühstücken komme. Ich kann morgens einfach noch nicht so früh essen, also das geht nicht. Pause ja, aber während der Schulung, ich glaube, ich habe erst um 12 Pause. Naja, mal gucken, vielleicht kann ich zwischendurch was essen. Schauen wir mal. Bis später. Also bevor ich jetzt vergesse zu filmen, ich habe mir zwei Brote gemacht mit Käse und Ei. Dazu gibt es ein Glas Wasser. Hab gerade kurz Pause zwischen der Schulung und das wird jetzt gegessen. Ja, bis später. So, ich habe mir jetzt aus zwei Geflügelwürstchen eine Currywurst gemacht. Dazu gibt es ein Brötchen. Das ist jetzt mein Mittagessen. Und dann muss ich gleich wieder arbeiten. Bis später. So, mein Frühstück heute besteht aus einem Schokomüsli und Blaubeeren und dazu eine Tasse Kaffee. Gestern Abend, ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr gegessen, außer ein bisschen was am Popcorn und das habe ich vergessen zu filmen. Aber ja, es war einfach zu stressig gestern. Ein bisschen viel stressig. Ja. Ich melde mich dann später wieder. So, jetzt habe ich mir Mittagessen gemacht aus Geflügelwiener, nochmal eine Currywurst und ein Brötchen. Dazu gibt's 7-Up Free. Ich werde jetzt essen und bis später. So, heute habe ich frei, muss aber privat noch ein bisschen was arbeiten. es gibt jetzt ein Brot mit ein bisschen Nutella, dazu ein Kaffee. Ich werde jetzt schnell frühstücken, habe mir auch noch für zum Snacken eine Banane bereitgelegt. Die ist hier. Ja. Die gibt es dann nachher. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück und ich melde mich später wieder. Heute Mittag gibt es ganz einfach und wie so oft einfach ein Brötchen mit Ei und dazu ein Baileys Cappuccino. Und ich werde jetzt essen. Bis später. Guten Morgen, wir haben heute Freitag und das ist mein Frühstück. Das ist ein Apfel, eine halbe Banane, ein paar Blaubeeren, zwei Walnüsse, ein bisschen Honig und dazu Kaffee. Und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. So, heute Mittag gibt es von dem Rest heute Morgen so eine Art Overnight Oats. Das habe ich mir morgen schon fertig gemacht. Eine Schwarzkümmelölkapsel und Wasser. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken und melde mich später wieder. Heute Abend gibt es, auch wenn heute Freitag ist, einen schönen Salat, Calamari. Dazu Balsamico-Dressing. Das ist der hier, der ist echt klasse. Und Tzatziki. Ja, wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Bis später. Ich muss euch heute mal ein Buch zeigen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, jetzt bei der Hälfte ungefähr angekommen und fange jetzt schon an, umzudenken. Ich habe auf Instagram schon geschrieben, dass ich es leid bin mit Kalorien zählen, mit Punkte zählen, mit mir vorschreiben zu lassen, was ich esse. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf und habe nach einer Methode gesucht, die zu mir passt. Und ich habe mir hier das Buch bestellt und bin das am Lesen und fange jetzt schon an, dass ich anders denke und anders auch esse. Ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen vergesse ich auch zwischendurch einfach mal zu essen. Was heißt, ich vergesse es? Ihr kriegt ja mit, wie oft ich jetzt am Filmen bin und dass ich zwischendurch mal nicht filme. Was heißt, ich filme nicht? Ich brauche nicht zu filmen. Ich esse nämlich in dem Moment nichts. Es ist so, dass ich im Moment, ich habe auch heute Morgen nicht gefrühstückt und dass ich vielleicht auch zwischendurch mal kein Mittagessen esse oder zwischendurch auch kein Abendessen brauche, weil ich jetzt darauf achte, ob ich körperlichen Hunger habe oder emotionalen Hunger. Und wie man das merkt oder das ist Wahnsinn. Also das steht alles hier im Buch drin und ich glaube, ich werde mich da nächste Woche mal anmelden. Das ist Wahnsinn. Also da gibt es ein Programm hier von diesem Reza Hoyati und das nennt sich Schlanknis. Und so wie mir das Buch gefällt, wenn der Kurs auch so genial ist, also ich werde mich da auf jeden Fall, denke ich mal, anmelden. Da gibt es so kostenlose Tage, so 4 Tage, die werde ich mal ausprobieren und mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Also es ist wirklich, ich werde euch nächste Woche auch mal ein bisschen mehr von dem Buch erzählen, denn das ist absolut der Hammer, das kann ich nur empfehlen. Also, ja genau, Schlanknis heißt der Kurs dann auch.
Ja, aber das Buch, Wahnsinn. Also das kann ich euch absolut empfehlen. Schaut es euch doch mal an. Bei Amazon gibt es zum Beispiel, ich kann euch auch gerne mal den Link unten posten. Und in jeder freien Minute bin ich am Lesen, weil das ist so klar, was da drin steht. Ja, genau. Versucht's mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Bis später. So, heute zum Frühstück gab es nur eine Tasse Kaffee. Zum Mittagessen gab es einen Apfelpfannkuchen. Und heute Abend essen wir einen Ofenkäse mit Baguette, Paprika, Trauben, Gurke, allem, was dazugehört. Und lassen es uns jetzt schmecken. Bis später. So, wir haben heute Sonntag. Frühstück musste ausfallen, weil ich heute schon früh arbeiten musste. Dafür gibt es dann jetzt veganes Geschnetzeltes, Naturreis dazu und ein bisschen Tzatziki. Und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. So, und zum Abendessen gibt es Vanillepudding mit Erdbeeren und ein bisschen Schokokeks darüber. Da haben wir heute Hunger drauf, Lust drauf, alles. Und auch wirklich Hunger. Ich habe Kohldampf. Und freue mich jetzt schon darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Food Diary wieder gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ein Daumen nach oben wäre toll. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, klickt doch einfach die Glocke an. So bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.